Freunde, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Tag Match, Freunde. In der letzten Folge haben wir was sehr, sehr Cooles gemacht. Und zwar haben wir in der letzten Folge was ein sehr, sehr cooles neues Item gecraftet mit dem Magiemod Towncraft, Freunde. Denn wir haben uns die Goggles of Revealing gemacht, Freunde. Diese Goggles of Revealing sind so eine Art Brille, mit der man anscheinend irgendwelche Vorteile, was den Magiemod angeht, hat. Irgendwie, ich habe immer noch keine Ahnung, was man damit wirklich genau anfangen kann. Aber ich werde mich auf jeden Fall bis zur nächsten Folge, werde ich mich einfach jeden Fall mal informieren hier. Und dann werde ich euch Bescheid geben, was man damit machen kann, oder? Es gibt einen schlauen Zuschauer, der weiß, was man damit machen kann, und da schreibt es in die Kommentare. Geht natürlich auch, werde ich dann auf jeden Fall anpinnen in den Kommentar, okay? So, ich würde sagen, die ziehen wir uns erstmal aus hier, denn wir lassen erstmal unseren Helm an, weil man mit dem, ob ich noch ein Herz sogar dazu bekommt. Genau, dann fühle ich mich direkt wieder ein bisschen sicher mit unserem Wikingheim, Freunde. Was werden wir heute machen, Freunde? Ich sage euch mal heute die heutige Agenda, Freunde. Als erstes wollen wir nämlich mal diesen Raum ein bisschen abändern, denn Afendro ist zurzeit ja eh nicht zu Hause hier, da irgendwie Kamito noch irgendwie dafür sorgen muss, dass er irgendwie hier ankommt oder so. Und wenn er da ist, dann werde ich ihn wahrscheinlich, das habe ich mir gedacht, werde ich ihm hier unten irgendwie einen Raum bauen oder so, wo er dann hier leben kann oder so. Und dann werde ich mir nämlich hier diesen Raum hier einfach mal für was anderes benutzen. Und zwar werde ich hier mal kurz einmal kurz aufbauen, dass wir da mal kurz reinkommen hier. Und ich habe nämlich gedacht, dass ich mir hier so eine Art Waffenlager reinmache, weil wir haben noch sehr, sehr viele von diesen Waffen, als wir in der Wüste gefangen waren hier. Deswegen würde ich sagen, Leute, wir haben jetzt auf jeden Fall wieder voll viele Einrichtungssachen, ne? Aber nee, warte, die will ich ja eher Fenro wieder geben, falls sie mal irgendwie hierher kommen soll. Leute, warum ist da Wasser? Warum ist da Wasser? Wo ist der Block hin? Ich habe keine Ahnung. Ich muss den Block mal kurz suchen. Einen Moment, Freunde. Alles klar, hab ihn wieder. Er ist einfach dahinter geglitscht. Alles klar, perfekt. So, passt doch wieder. Wunderbar. Alles paletti, wirklich. Also, es läuft ja alles wie geschmiert so. Freunde, ich werde jetzt nämlich mal gucken, ob wir hier irgendwie vielleicht einen coolen Style finden für so einen Waffenraum. Ich habe mir überlegt, dass ich wieder, wie bei dieser Waffenkammer, wo wir die ganzen Waffen damals gefunden haben, beim Ausbruch von diesem Raumschiff da, habe ich mir gedacht, dass ich mir auch so Regale so an die Wand setze und dass ich da diese ganzen Waffen da mal so reinlege. Ich denke mal, das könnte ganz cool aussehen, theoretisch. Hier, ich packe mir hier kurz mal Sachen rein, die ich nicht brauche, dass ich ein bisschen mehr Platz im Inventar habe für die ganzen Einrichtungssachen hier noch. Und auch dieses Schild Bin-Bananen holen. Ach, das tut irgendwie weh, weil ab dann war Alfenro einfach entführt worden. Das war wirklich nicht cool. Warum habe ich hier Wollblöcke verwendet? Das ist doch kacke. Alles klar, Freunde. Ich habe jetzt mal hier den Boden auch wieder mit diesem Concrete da wirklich ersetzt, weil das war wirklich dumm, weil ich nämlich Wollblöcke auf einmal verwendet habe, anscheinend Teppich. Aber, Freunde, ich habe es auf jeden Fall jetzt wieder hier gefixt. Und ich habe jetzt überlegt, dass ich mir wieder hier an den Seiten halt, wie bei dieser Waffenkammer, wie eben schon gesagt, diese Regale mache. Und die werde ich mir jetzt auch mal direkt machen. So, warte mal, wie ging das nochmal? Shelf und dann muss man. Genau. Weil, oh, warum mache ich hier diese Potion? Nee, Potion ist halt so. Oh, auf jeden Fall müssen wir uns kurz diese ganzen Regale mal machen hier. Ich weiß nicht, welche wir uns machen. Machen wir uns einfach mal diese Dark Oak Dinger. Ich denke mal, das könnte ganz cool aussehen, wenn man das so, ich meine, wenn man so schwarz mit ganz, ganz dunklem Brau kombiniert, könnte das eigentlich ganz cool aussehen, würde ich einfach mal vorschlagen. Und ich würde sagen, dass wir einfach mal kurz die ganzen Sachen hier mal kurz machen. So, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Dann passt das Ganze. Haben jetzt, nee, warte, wir haben nur 3 Stück. Wir brauchen ja deutlich mehr, brauchen wir, ne? Okay, wir müssen auf jeden Fall sehr, sehr viele Leute jetzt dafür opfern, leider. Aber was tut man denn nicht alles für eine perfekte Waffenkammer, würde ich einfach mal sagen, ne? So. Also machen wir uns jetzt hier nochmal. Wir kriegen hier nochmal 6 hin oder so. Müsste irgendwie, ja genau. Ich mache kurz nochmal neue Slabs hier. So, 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 so. Machen wir nochmal welche. Okay, wir haben jetzt 10 Stück von den Teilen, okay. Ich weiß nicht, ob 10 Stück tatsächlich reichen, aber wir werden es auf jeden Fall mal ausprobieren hier. Denn probieren geht ja wie bekanntlich über Studieren, ne? So, warte mal, ich mach das mal so. Yo, das reicht halt auf jeden Fall, ne? Wenn wir das hier so machen, oder warte mal, dann können wir an der anderen Seite vielleicht eine andere Sache machen oder so. Dann können wir hier was anderes reinmachen oder so. Dann machen wir da die ganzen, warte, ich werde mal kurz hier alles umlagern. Ich muss erstmal kurz diese ganzen Sachen hier. Habe ich immer noch eine Kiste? Habe ich hier noch Kisten in meiner Kiste? Ja, Kisten in meiner Kiste macht auch irgendwie nicht so viel Sinn. Also Minecraft wirklich fix das. Mal, dass man keine Kisten mehr. Okay, nee, gut, nee, fix das doch nicht. Das ist schon ein bisschen dumm, wenn man auf einmal keine Kisten mehr in Kisten machen könnte. Obwohl es vom Ding her eigentlich keinen Sinn macht, aber wenn es dann wieder auf einmal nicht geht, macht es noch weniger Sinn. Ach, Freunde, Minecraft ist irgendwie kompliziert. Wirklich. Diese Logik von diesem Spiel, ich will auf jeden Fall nicht der Typ sein, der diese Logik hier entworfen hat. Weil irgendwie ist sie einfach nicht vorhanden. Wirklich, man kann Kisten in Kisten tun. Irgendwie. Geht, ich habe letztens gesehen, es ist irgendwie ganz komisch, wenn es so um fallende Sachen geht. Das ist irgendwie, wenn da eine Fackel steht und dann fällt ein Amboss drauf, dann geht gefühlt der Amboss eher kaputt als die Fackel, und das macht einfach keinen Sinn, Freunde. Also wirklich, Minecraft braucht man wirklich ein Logik-Update, okay? Dass Minecraft einfach ein logisches Spiel ist. So, aber ich würde sagen, wir nehmen einfach mal kurz mit hier diese ganzen Waffen mit hier. So, die Lampe packen wir wieder rein, die brauchen wir nicht. Wir nehmen uns die ganzen, diese ganzen Schusswaffen da mal raus. Es laggt wieder alles. Oh nein, der Sandshard macht hier wieder alles. Leute, der Sandshard, der existiert ja auch noch, ne? Boah, den müssen wir auch mal in Sicherheit bringen oder so. Nicht, dass immer irgendjemand kommt, den einfach mitnimmt oder so, weil die Kiste steht ja relativ unbeaufsichtigt, ne? So, auf jeden Fall. Oh, das sieht schon cool aus, wenn die Waffen da so drin hängen, oder? Warte mal, wie findet ihr das? Das sieht eigentlich ganz cool aus, oder? Ja, naja, ich bin auf jeden Fall mal sehr gespannt, wie das dann am Ende aussieht, wenn hier alles wirklich voll ist. Ich will jetzt schon so lagern, dass es nicht so dumm ist, dass sie alle ineinander liegen, weil wenn man jetzt hier zum Beispiel was reinmacht, das macht ja keinen Sinn, wenn man das dann irgendwie so lagert. Deswegen würde ich jetzt schon irgendwie halbwegs
cool lagern. Wisst ihr, warte, ich packe hier mal so eine Shotgun rein, so eine Pulse Rifle vielleicht. Nein, die Pulse Rifle packe ich dann. Oh mein Gott, das sieht so krass aus, wirklich. Hab mich gerade voll erschrocken, hab mich auf einmal wie in so einem anderen Game gefühlt. Das war voll krass gerade. Okay, dann packen wir hier diese Assault Rifle. Das TFG 10K kommt da rein. Dann kommt die Biogun direkt dahinter, würde ich einfach mal sagen. Die packen wir mal dahin dann. Alles klar. Wir brauchen tatsächlich noch ein weiteres Waffenregal dafür, ne? Warte mal, wir packen mal hier diese Laserpistole rein, würde ich einfach mal sagen. Das Alien Blaster packen wir da rein. Den Flammenwerfer packen wir an den Rand hier, damit das nicht so kacke aussieht. Oben drauf das hier. Dann das würde ich einfach mal sagen. Oh mein Gott, wie lang diese Waffe einfach ist. Das AKM. Das ist halt wirklich groß. Da kann man das vielleicht noch hier drauflegen oder so. Das sieht ein bisschen dumm aus tatsächlich. Aber wisst ihr was? Ich lasse es erstmal so fürs Erste, Freunde. Wir werden das auf jeden Fall noch ein bisschen abändern, würde ich sagen. Wir packen hier auf jeden Fall nochmal hier so mehrere Regale hin, dass es auf jeden Fall auch symmetrisch ist, wenn man da reinläuft. Und hier, ich weiß noch nicht, vielleicht mache ich das so, dass man hier noch so an der Seite oder so hier vorne so Lava runterfließen lässt mit schwarzen Glasscheiben oder so. Könnte theoretisch ganz cool aussehen, würde ich sagen. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall mal hier unsere kleine Waffenkammer, würde ich einfach mal sagen. Ist eigentlich ganz cool geworden, wie ich finde. Aber ist bei weitem noch nicht fertig. Deswegen, ich will einfach mal sagen, ich packe mal kurz hier, weil ich mache mal hier kurz einen neuen Abschnitt hier. Und zwar Waffenkammer, Freunde. Okay, das ist unser nächstes Ziel, was wir jetzt hier bei unserem Haus machen. Ich kann mir jetzt Lucky Block nicht mal wegstreichen, weil das war wirklich nur für diesen einen Stream da. Garage bauen lasse ich einfach mal. Warte mal, ich muss das hier kurz nochmal wegmachen. Muss das nach oben schreiben hier, weil sonst wäre das ein bisschen dumm so. Waffenkammer, so. Okay, Garage bauen, ich lasse das mal da einfach, obwohl wir das schon fertig haben. Einfach so, da müssen wir schon mal ein paar Punkte da stehen, also beziehungsweise einen Punkt da stehen haben, den wir abgeschlossen haben. Nicht, dass ich mich so fühle, als ob ich nämlich noch nichts fertig habe hier. Aber okay, warte mal, wir können auch hier auch noch drauf schreiben hier. Warte mal, so. Das machen wir, ist dann natürlich auch noch nicht fertig hier. Untergeschoss. Okay, nein. Untergeschoss. Lassen wir einfach Untergeschosse so stehen, so, das passt dann hier. Und damit meine ich dann einfach, dass wir das Untergeschoss hier mal wirklich vollenden, dass wir dann irgendwie hier noch so zwei Räume reinbauen. Weil hier habe ich dann noch so zwei Öffnungen extra für zwei Räume halt. Wir haben jetzt hier unsere Küche, hier unseren, ich weiß nicht, ob wir hier reinmachen. Leute, hier könnte man auch coole Waffenkammer reinmachen, theoretisch, ne? Das wäre eigentlich auch nicht schlecht, tatsächlich. Ich überlege das einfach mal umzuladen. Wisst ihr was, Freunde? Ich glaube, ich platziere das alles nochmal um, wir sehen uns gleich wieder. Okay, Freunde, ich habe das Ganze jetzt mal ein bisschen umgelagert und ich muss sagen, ich finde das Ganze ziemlich, ziemlich cool tatsächlich. Wir brauchen natürlich noch so ein paar Waffen, damit das Ganze hier ein bisschen voller aussieht so und damit wir das Regal vielleicht noch bis zum Ende durchziehen können oder so. Was ein bisschen kacke ist, ist, dass man hier ein bisschen diese Waffen so ein bisschen verdeckt sieht halt nur wegen den ganzen Blättern, weil die da so überstehen. Wenn ich halt dieses ganze Ding wieder ausmache von Better For Now, oh mein Gott, was habe ich jetzt gedrückt hier? Wenn ich jetzt zum Beispiel hier bei, wo sieht man das hier? Ist das bei Extra Leaves? Nee, oder? Ist das bei Extra Leaves? Ich habe keine Ahnung, warte, wenn ich jetzt mal hier auf False mache... ich habe keine Ahnung, was halt diese Einstellung dazu ist, ne? Ah, okay, ich hab's hinbekommen. Ja, das sieht natürlich ein bisschen kacke aus, wenn dann diese Blätter wieder so komplett, gerade sind, finde ich. Weil wenn man jetzt auch wieder rausguckt hier, das sieht einfach dann wirklich nicht mehr so schön, so, einfach so gemütlich aus. Wisst ihr, ich finde, das macht sowas ganz Gemütliches. Wenn man jetzt das Ganze wieder hier anmacht, so, wenn ich jetzt hier auf True wieder gehe, sieht das Ganze einfach viel verwachsener. Das sieht irgendwie auch irgendwie, keine Ahnung, das erinnert mich irgendwie so, als ob das irgendwie so eine... Einfach direkt so eine schöne Landschaft ist irgendwie. Wisst ihr, das ist einfach dann irgendwie, macht so was Schönes her irgendwie, deswegen lasse ich das auf jeden Fall so. Ich finde das eigentlich ganz cool, wie wir es gerade gemacht haben, so auf jeden Fall. Hätte ich dann die ganzen Sachen von Afendro gar nicht abbauen müssen, weil jetzt der Raum eh wieder frei ist. Aber Freunde, wisst ihr was? Ist jetzt auch nicht allzu wild. Ich habe jetzt viel zu vieles von diesen Dark Oaks selbst gemacht, fällt mir halt auf. Muss ich alle hier mal kurz einlagern. Mist, das war ein bisschen dumm, gerade so viele zu machen. Aber ist auch nicht allzu wild. So, ich lage das einfach mal wieder ein. Denn, Freunde, ich habe noch nicht gesagt, was wir heute noch auf jeden Fall machen wollen, denn wir wollen heute noch bei Kamito vorbeischauen. Denn wir müssen auf jeden Fall mal ein bisschen mit dem reden. Wegen dieser einbezüglichen Sache. Deswegen nehmen wir das auf jeden Fall jetzt auch mal mit hier. Und ich würde sagen, wir ziehen mal kurz unsere neuen coolen Brille an hier, damit wir jetzt jedem zeigen können, dass wir der krasseste Fashion-Stylist der Welt sind, okay? Deswegen, oh mein Gott, das Sandchart laggt so richtig. Der macht mir ein Spiel richtig zum Laggen gerade, ne? Richtig dumm auf jeden Fall. Aber okay, ich würde sagen, wir laufen auf jeden Fall mal kurz dahin, würde ich einfach mal sagen hier. Und der Grund, warum ich jetzt nicht warpe, ist einfach der Grund, dass ich vielleicht noch mal einen kleinen Abstecher beim Dungeon aus Folge 1, nee, was nicht aus Folge 1, aus Folge, welche Folge war das? Folge 4, Folge 5 oder so? Da möchte ich einen kleinen Abstecher machen, denn ich brauche auf jeden Fall mal wieder ein paar Erfahrungslevel, deswegen wollte ich vielleicht mal ein bisschen nach unten gehen, ein paar Monster holen und dann einfach ein bisschen nochmal meine Sachen verzaubern, denn ich habe zum Beispiel meine Rüstung hier, was Schuhe und Hose angeht, noch nicht wirklich verzaubert, das würde ich auf jeden Fall nochmal gerne tun und ich sag mal so, das geht halt nicht, wenn man nur 13 Level hat, ne, deswegen wäre es auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool, wenn wir noch ein paar Level farmen würden, im Dungeon halt eben und genau, das dauert auf jeden Fall ein bisschen länger dahin zu laufen. Okay. Was war das? Hab ich da gerade wirklich ein Gebäude gesehen oder habe ich mich gerade komplett getäuscht?
Das ist nicht... Warte mal. Okay, wisst ihr was? Wir lassen uns davon einfach nicht hier bekirren oder irre machen oder irgendwie uns unseren Kopf davon kaputt machen lassen. Irgendwie, ich habe keine Ahnung, ob das gerade irgendwie ansatzweise richtig gutes Deutsch war. Aber okay, ich würde sagen, wir gehen einfach mal zum Dungeon, weil das wäre eh unser Ziel. Wir lassen einfach mal diese optische Täuschung, die es hoffentlich nur war, einfach mal kurz außen vor und gehen einfach mal zu unserem wunderbaren Dungeon, würde ich einfach mal sagen, ne? Denn der Dungeon ist ein wunderbarer Dungeon, wo man halt gut XP farmen kann. Das brauche ich halt wirklich jetzt sehr gerne. Warum ist der Wald so lang? Da kommen wir halt viel länger vor, habe ich mir das Gefühl. Oder bilde ich mir das nur ein? Ich habe keine Ahnung. Lol. Aber schau mal, ich muss sagen, allein deswegen will ich unbedingt diesen Blätterfolge-Mod halt anlassen. Weil wenn man hier drin ist, sodass die Blätter gefühlt in deinem Gesicht kleben oder so, wenn das aus wäre, sieht das Ganze irgendwie voll langweilig aus im Vergleich. Wisst ihr, was ich meine? Ich denke mal, das ist auf jeden Fall gut verständlich. Ich würde einfach mal sagen, so, wir gehen mal kurz hier runter. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Und hier haben wir jetzt unseren wunderbar... Warum steht da ein riesiges Hochhaus? Das kann doch nicht sein. Was ist es? Und hier ist unser... Lol, warte mal. Lol. Warum wurde der Dungeon so eingezäunt? Und warum ist das so... Oh mein Gott. Das ist ein Elektrozaun. Die wollen mich hier elektrisch schocken. Ich fass es nicht, ey. Was ist das denn? Okay. Ich halte von dem Ding erstmal hier Abstand, weil das kann nicht sein, dass ich wieder Elektro... Lass mich da rein, du dummer Zaun. Ich gehe da, man kann auch nicht rüberspringen. Das ist irgendwie ein bisschen dumm. Aber was ich noch dummer finde, ist, dass hier auf einmal so ein riesiges Gebäude steht. Das geht so... So einen Schock hatte ich lange nicht mehr seit dem Ikea tatsächlich. Aber wirklich, ich muss... Lol. Ich bin kurz hier raus, also wirklich. Ist das von dem Dungeon? Das ist von dem Dungeon, diese Rocket-Anlage, oder? Ja. Aber was zum Teufel ist das? Warum ist hier so ein riesiges Gebäude? Was? Hotel Copernica? Seit wann gibt's hier ein Hotel? Ich weiß davon nichts. Ey, ich bin der Bürgermeister von Techmage City oder was das hier. Warte mal. Wenn das jetzt eingezäunt ist, ne? Und hier ein Hotel steht, existiert dann bald eine Stadt hier so richtig? Ich weiß ja nicht, wenn jetzt hier so ein Hotel einfach so auf so nichts ein Hotel existiert, ne? Und auf einmal dieses Ding abgezäunt ist. Ich weiß nicht, vielleicht wird hier um dieses Ding da so eine Stadt gebaut oder so. Wie cool wäre das denn? Aber okay, ich muss auf jeden Fall mal erstmal kurz hier klarkommen. Weil ich habe auf jeden Fall Hotel Copernica. Fragt einfach nicht. Okay, wir gehen jetzt hier rein. Hotel Copernica. Oh, das sieht gemütlich aus tatsächlich. Ne? Okay, wir haben auf jeden Fall eine Couch in der Ecke, wo man ein bisschen chillen kann. Okay, hier haben wir so Kleiderhaken. Interessant. Hier haben wir anscheinend wieder so ein paar Couches. Ne? Okay, also Sofas, keine Ahnung. Was haben wir hier? Okay, hier ist die Rezeption mit Computern und so, ne? Okay, sehr interessant auf jeden Fall. So, was ist hier? Zimmer 101. Es scheint übrigens auch keiner da zu sein gerade, ne? Kann ich einfach in das Zimmer reingehen? Ich gehe einfach mal rein, würde ich einfach mal sagen. Okay, hier ist anscheinend wirklich so ein Hotelzimmer. Lol, mit Küche, oha. Was haben die? Lol, die haben hier so einen Fernseher. Und noch ein... Die haben zwei Fernseher, okay, interessant. Was ist das für ein cooles Bett eigentlich? Wie cool sieht das denn aus? Hier haben wir so ein riesiges Bücherregal. Hier haben wir so ein Table. Und hier haben wir so ein Badezimmer. Mega interessant. Okay, was haben wir hier noch für eine Tür? Wo führt die hin? Lol, so eine kleine Terrasse oder so ein Balkon. Nee, eine Terrasse trifft es besser. Das ist ja am Erdgeschoss, ne? Okay, sehr interessant. Okay, ich bin gerade immer noch massiv damit überfordert. Mit dem Fakt, dass wir jetzt hier ein Hotel stehen haben. Aber... Wisst ihr was? Okay, wir gucken dann mal kurz noch mal kurz um die Ecke hier rein. Wisst ihr was? Ich lass es einfach mal so. Wäre ein Hotel? Ich meine, schadet ja nicht. Ey, warte mal. Vielleicht können wir hier Affendro ein Zimmer mieten oder so. Das wäre vielleicht mega, mega cool. Okay, hier haben wir auf jeden Fall noch so einen kleinen Schreibtisch. Für... Lol. Okay, ich will gar nicht wissen, was man mit diesen komischen Teilen machen kann. Okay. Okay. Was haben wir hier? Ein Aufzug? Ja. Wird bestimmt funktionieren, oder? Was? Lol. Sag nicht, hier ist jetzt ein funktionierender Aufzug. Wenn ich jetzt hier auf Stock 2 drücke und wir jetzt nach dahin fahren, ja? Wirklich, da mache ich nächste Folge Techmage in Livestream, okay? Also wirklich. No way. Es klappt wirklich. Und ich muss einen Livestream jetzt machen. Nein. Ich möchte mal doch keinen Livestream. Okay, das habe ich einfach nur gesagt. Aber als ob das wirklich klappt. Wie cool ist das denn? Zweiter Stock. Und jetzt nehme ich hier Zimmer 202. Zimmer 202. Zimmer 201 und nochmal Zimmer 202. Ach, natürlich, 2x 202 ist natürlich auch sehr, sehr logisch, ne? Warte mal, ich geh mal kurz hier hoch zu Stock 5. Jo, wie schnell man mit dem hochfährt, wie cool ist das denn? Was haben wir hier oben? Kann man auf das Hoteldach drauf?
Lord. Okay, das ist absolut unspektakulär. Aber warte mal, wir können jetzt theoretisch hier runterspringen. Nee, würden wir da sterben? Ich weiß es tatsächlich nicht. Aber okay, ich würde einfach mal sagen, lass einfach mal kurz hier nochmal ein bisschen abchecken. Warte mal, geh mal kurz hier nochmal rein. 501 haben wir hier. Was haben wir hier? 502. Okay, wir haben auf jeden Fall wieder irgendwie so eine Dachterrasse, würde ich einfach mal sagen. Lol, mit so Strandstühlen. Wie cool ist das denn? Man kann sich einfach hier hinsetzen, dann hat man so eine richtige... Der Ausblick ist doch voll schön tatsächlich, ne? Mit diesen ganzen, mit diesem Sumpf hier, mit diesen ganzen, so einer Art, mit den dschungelartigen Bäumen, mit den Lianen und so. Da hinten sieht man noch diesen blauen Baum, diesen fetten Baum da hinten. Mega, mega schön hier alles. Okay, was haben wir hier? Einfach ein Zimmer. Lol, ein Zimmer mit Computer. Oha, wie viel kostet das bitte jetzt, wenn man hier einmal übernachten will? Das ist bestimmt teurer als irgendwie so ein Europapark oder Phantasialandzimmer, wenn man da übernachten will oder sowas, ne? Okay, was haben wir hier? Nochmal ein Fernseher. Was ist das eigentlich wirklich für eine Luxus-Suite hier? Man hat einfach so eine eigene Dachterrasse einfach. Und was hat man hier noch? Ein Badezimmer. Ne, bestimmt. Ja, okay. Man kann sich einfach duschen hier und dann kann man einfach währenddessen so die Wildnis beobachten. Das ist auch mega, mega cool eigentlich, oder? Okay, ich würde einfach mal sagen, lass mich einfach mal wieder runtergehen hier. Freunde, ich habe eine coole Idee, wie wir hier rausgehen. Wir gehen aufs Dach jetzt mal kurz. So, warte. So, wir gehen mal kurz aufs Dach hier. Und jetzt muss ich gucken, ist hier irgendwo Wasser? Wenn hier irgendwo Wasser ist, dann werde ich auf jeden Fall diesen Sprung mal wagen, würde ich mal sagen, oder? Das wäre eigentlich mal eine ganz coole Situation, theoretisch. Mann, ich gehe jetzt wieder hoch aufs Dach. Warte, nee, okay, man kann auch theoretisch von hier runterspringen, wenn hier irgendwo Wasser ist. Nee, hier ist kein Wasser, also können wir das Ganze doch nicht durchziehen. Perfekt. Okay, wisst ihr was? Ich spring doch nicht runter, das ist ein bisschen lebensmüde. Ich würde sagen, ich fahre mit dem Fahrstuhl einfach jetzt ganz ruhig. Ich mache hiermit wieder auf 1. Ey, das ist ja so verdammt cool mit diesem Fahrstuhl gerade, ne? Wow. Also, ich muss wirklich sagen, ich habe keine Ahnung, wie, warum, weswegen jetzt auf einmal hier ein Hotel steht. Aber ich finde es tatsächlich ziemlich cool. Ich meine, es sieht auch nicht wirklich schlecht aus, ne? Ich finde, es sieht voll cool aus, finde ich eigentlich. Was ist hier, wenn man hinten rum nochmal geht? Was sieht man da so? Die haben ja so richtig coole auch Laternen und so, ne? Mega, mega cool. Mit so einer Blätterwand das Ganze abgetrennt hier. Dann immer mit diesen Pfeilern, mit den Kerzen. Sieht eigentlich wirklich, wirklich ganz cool aus, ne? Okay, Freunde, ich würde sagen, wir mit dem Kamito-Treffen verschieben wir auf eine andere Folge, wahrscheinlich auf nächste. Aber ich finde das halt richtig, richtig cool, dass wir hier so ein Hotel stehen haben. Ich würde einfach mal sagen, das war jetzt einfach mal ein kleiner Aufreger nochmal hier zum Ende der Folge. Ich gehe einfach mal wieder nach Hause hier und würde einfach mal die Folge beenden, würde ich einfach mal sagen hier. Deswegen würde ich sagen, das war's mit der heutigen Folge von Minecraft Tag. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Abonniert meinen Kanal, um mich kostenlos zu unterstützen. Aktiviert die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Man sieht sich in der nächsten Folge von Minecraft Tag Match und im nächsten Video, wenn es wieder heißt Minecraft Boundless. Bis dann, haut rein, Leute, und ciao. Shorty want me so bad, do your knees hurt? Yeah, I'm counting paper crop, it might be mine, yeah. If you want one, then you coming with a paper. I ain't texting shorty back.